das die berühmte Berliner Leber? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, also, so heißt ich mein, es doch. Ja, so heißt es, ja. Aber ich hoffe, es wird auch dann so. Jedenfalls so berühmt, wie sie eigentlich ist. Ja? Naja, bei so einer berühmten Köchin. So, ich mach mal ein bisschen höher. Ja. Ja, so eine berühmte Köchin. Ich weiß nicht, ob ich so berühmt bin. Im Kochen jedenfalls. Es muss jetzt ein bisschen braun werden. Ein bisschen dünsten, ne? Und bisher war also nur Zwiebel in Zwiebeln, Ringen. Ja, in Ringen und ein bisschen Apfelschorle. Öl in nee, nicht Öl, sondern ein bisschen Butter. Und ein bisschen Butaris. Ah. Je zur Hälfte. Aber kochen Sie viel? Kochen Sie eigentlich, also ich koche regelmäßig? Jeden Tag. Ach doch, jeden Tag? Ja. Wenn ich kann, wenn ich nicht auf Tournee bin. Also. Aber möglichst schnelle und einfache Gerichte. Das heißt, ich mache sehr gern Rouladen auch noch. Und also, meine Berliner Buletten. Oh ja, also würde ich sagen, so eine, was man gut bürgerliche Küche nennt. Ja, also ich kann so auch italienisch kochen. Italienisch auch. Ja. Da gibt es aber auch bürgerlich. Ja, ich koche so italienisch bürgerlich. Ja, nicht so verfitzelt, verschnutzelt, nee, verknutzelt. Nee, da habe ich keine Lust zu. Kann ich gut verstehen. Richtig sehr normal. Richtig. Ich mache. Nein, nicht helfen. Nicht helfen? Nein. Ich bin begabt dafür, mich zu verbrennen, seinen Spritzer ins Auge zu kriegen, das Messer in die Hand zu hauen und das Plätteisen am Ellbogen. Sind das so ein paar typische Anita-Ereignisse? Ja. Das riecht ja schon ganz toll. Sehr, ne? Gut. Kocht denn Ihre Tochter auch? Meine Tochter jeden Tag. Ich habe ja ein Enkelkind. Ja. Das ist allerdings ein bisschen mäklig. Was ist es? Mäklig. Mäklig? Ja, ist nicht alles. Ach, also, ja, aber Kinder da ja oft, ne? Ja. Kinder. Vor allen Dingen ist sie keine Suppe mit Petersilie drin, weil das ist schmutzig, sagt sie. Die Suppe ist schmutzig, ist auch niedlich. Ne? Das ist, das ist sie so eine richtige kleine Berliner Göre? Naja, so wie Oma. Ja, naja, dann ist sie. Ja, 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 ja. Ja, dann hat sie von ihr so ein bisschen die Kesselschnüsse. Naja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir wollen ja nicht, dass so ein Kind mit irgendwelchen fremden Leuten mitgeht, ne? Nee. Wunderbar, ja. Na, ich muss nicht mal gucken. Zu hoch, nicht zu hoch, sonst geht sie aus. Also, wenn man das ach so ganz nach oben dreht. Das ist kompliziert, dann, ne? Ja, ne, eigentlich nicht, wenn man es kennt, wie immer. Das ist mit allem, ne? Ja. Und die müssen jetzt so glasig werden, die Zwiebeln? Noch ein Zacken, ein bisschen goldbraun. Und die Äpfel werden auch ein auch ein bisschen, weich, ne? Bisschen, ja. Ich kann ja das schon mal machen. Ja, ja, die Leber, ganz das kurz. Ist Kalbsleber, ne? Die ja sieht sehr schön aus. Die sieht sehr schön aus. Wer hat denn schon so eine schöne Leber? Ja, na, meine sieht sicher nicht mehr so aus. Meine wahrscheinlich auch nicht. Aber die ist doch ganz schön, nicht? Sehr schön. Sehr jungfräulich sieht die noch aus. Ja. Man soll ja nicht so viel Innereien essen, aber ich esse es eigentlich sehr gern. Ja? Ja, ja. Aber dann kann ich mal schnell ein Dings machen? Ja, bitte. Ich will nur. Bitte, bitte. Ich komme sofort. Ja. Schnell. So. Schnell. Ach, wir haben ja Zeit. Was geht gleich los? Ja, toll. Ich mache dann anschließend ein Mangoldsüppchen. Mangold mit Birne und einem Käse, so einem. Wie nennt man das? So Schimmelkäse. Ja, ja. Oder? Schimmel, ne? Ist das oder sie, ja, also Gorgonzola. So eine Art Gorgonzola, ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja, doch, es ist sogar Gorgonzola. Also es gibt ja auch Blue, Dänisch Blue und so, wie die alle heißen. Ja, ja, aber das ich esse sogar, die ganz gerne. Das ist sogar ein Gorgonzola, ja, ein echter. Ja? Mhm. Ich esse auch gerne diese Ecken, die so viel Gehalt haben, so 80% Ecken. Ja, das ist ja fast Butter schon. Mit zu viel Fett. Ja, aber ich esse auch gerne. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Zack, zack, bums. Und das geht dann, glaube ich, ganz schnell, ne? Ja, ziemlich schnell. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass man Leber nicht vorher salzen darf, sonst wird's richtig hart. Ist das richtig? Ja, aber hab erst ein bisschen anbraten. Dann und dann erst salzen, ne? Hm? Da habe ich doch gut aufgepasst. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Nee. Dann packe ich das schon mal weg. Also höher kann ich nicht gehen, ne? Nee. Jetzt nicht. Höchstens, wenn wir auf die andere nach vorne. Wollen wir das mal da noch hin tun? Wow. So, das aus. Ja, ist etwas größer. Jetzt ist etwas weiter weg. Ja, es ist weiter weg. Also, es ist scheiße, wenn man so klein ist. Macht doch nichts. Früher bin ich schon immer nicht aus dem Bus gekommen. Weil ich konnte mich nicht vordrängen und da war die Haltestelle schon vorbei. Da musste ich immer eine Nummer zurücklaufen. Köstlich. Wunderschön, die wird ganz schön, das sehe ich schon. Weiß nicht. Ja, es geht ja ganz schnell. Ja. Ein paar Minütchen, ne? Ist das nicht glatte? Toll, klasse. So. Jetzt erst Salz. Schön. Boah, hoffentlich guckt meine Mutter nicht zu. Haben Sie von der Mutter kochen gelernt? Ja. Die wird sagen, was macht die denn schon wieder? Mein Gott, die Sitgör. Ja, und ich habe von der Mutter gelernt. Hm? Und gleich, also gleich.
Also wir waren vier Mädchen, wir mussten es übernehmen. Jeder musste mal ein bisschen was machen. Und meine Mutter kann so toll backen und das kann ich überhaupt nicht. Ja, ich kann auch nicht backen, aber Frauen backen gerne eigentlich, mehr als Männer. Die meisten Männer, die ich kenne und die gerne kochen, backen alle nicht. Ganz selten, dass ein Mann auch gerne backt. Also Süßspeise esse ich ganz gerne, mal. Ja. Aber dann esse ich die ganze Woche wieder nichts. Ja, ich mache nachher vielleicht auch noch eine kleine Süßspeise. Gut. Wir gucken mal, wie wir so hinkommen mit der Zeit. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, das ist ganz hoch jetzt. Soll es so sein? Ja, denke ich. Sehr schön. Jetzt werde ich mir mal reinpieksen. Die ist ein bisschen dick. Deswegen glaube ich, oder? Nee. Zack, bumm. Sehr schön. Toll. Ja, genau, das muss noch ein bisschen weg. Mhm. Nicht nur auf den Äpfeln liegt. So, ich werde mal hier parallel schon mal meine Schalotten ein bisschen. Ich mache manchmal noch eine Peperoni rein. Ja? Da rein? Ja, manchmal, wenn es schön scharf ist. So. Ach, toll. So. Jetzt können wir die schon gleich probieren, ne? Naja, warten wir eine Sekunde noch. Ja. Wir warten, bis die ein bisschen heiß wird hier. Wir können sie noch nicht probieren, ist noch zu dick. Hier gibt es ja Peperoni. Ja, soll ich das reinmachen? Nee. Ja. Das wird wahrscheinlich dann zu scharf. Auf Ihre Verantwortung. Ja, lieber nicht. Ich wollte nur sagen. Ja, ja. Wir sind hier. So. Das Knoblauch. Ja, aber ich gebe nur die Hälfte. Oh, esse ich gerne. Ja, aber ich finde, wenn man zu viel ins Gericht tut, dominiert es so. Ja? Ja, ich kann das nicht richtig auf Stulle essen. Ja? Oh, nee, ich nicht. Natürlich nicht, wenn ich abends Theater spiele. Ja, ich habe halt auch wahrscheinlich deswegen, bin ich so vorsichtig mit Knoblauch, weil ich jeden Tag irgendwelche Begegnungen mit Menschen habe und ich möchte die nicht anstinken. Naja. Manche kann man ruhig anstinken. Ja, das stimmt auch. So. So. Bisschen blutig oder nicht blutig? Rosé. Rosé. Hab ich's gern. Hoffentlich ist es darunter auch Rosé. Ja. Glaube ich, jetzt müsste das. Soll ich mal einen Teller schon mal holen? Ja, ich bin schon mal einen Teller. Na, bisschen blutig noch. Wir können ja mal eins anschneiden, ne? Wollen wir? Das schneiden wir mal an. Ja. Ist richtig. Ach, toll. Toll. Ja. Sollen wir zwei verschiedene Teller nehmen? Ja, natürlich. Ja? So. Da muss natürlich jetzt noch ein bisschen. Natürlich auch ein bisschen Zwiebel. Ups, aufpassen. Ja, die ist nicht so schwer, die Pfanne. Für so eine kleine Person ist das alle zu schwer. Ja. So. Obwohl es gibt viel schwerere, die sind ja schon ganz angenehm. Ich kann die nicht so mit, ich kann die nur mit zwei. Diese ganz schwierigen. So. So. Danke. Ein frisches Messer. Dann lasse ich dir. Oh, danke. Danke, Herr Koch. Danke. So viel Zeit muss sein. Ich habe allerdings keine. So, kann ich das na bitte, genau. Mensch, ganz toll. Ha? Rosa? Ganz toll. Die meisten Leute machen die nämlich zu durch. Und das finde ich nicht gut. Es ist köstlich. Ja. Ich habe das Gericht, glaube ich, 4 Jahre nicht gemacht. Heiß. Willst du noch ein bisschen Salz haben? Nee. Gut, aber heiß. Schade. War so eine hübsche Sendung bis jetzt. Jetzt muss ich abbrechen. Nee. Toll. Ja, dann, ist gut. Komm. Sehr gut. Und es ist ja diese Süße von den Äpfeln mit diesem Leber, das ist perfekt. Schmeckt gut. Toll. Aber man sollte eigentlich nur Kalbsleber nehmen. Nicht Nein. Nee. Es gibt ja sogar Leute, die essen Schweine. Ja, das ist ja eklig. Mehr was für Tiere. Mhm. Haben wir das ausgemacht? Ja. Mhm.
Ich muss jetzt mal ein Süppchen machen. Und dazwischen werde ich noch ein bisschen. Ich glaube, ich gebe jetzt auch auf die Großen. Denn ich mache ein Mangoldsüppchen. Kennen Sie Mangold? Nee. Ich bin jetzt schon ganz. Das ist Spinat oder was? Nein. Nee, das ist Mangold. Ach, das ist es. Und zwar gibt es das meistens diesen. Es gibt den roten, das ist auch Mangold. Aber den gibt es nicht im Gemüseladen, sondern meistens nur auf dem Markt. Wenn die Bauern vom Land kommen und den mitbringen, dann bringen die auch roten. Selten. Das ist der, den man. Mein Gott, was ist das hier fest? Guck mal, das ist Mangold. Und dieses Weiße, das wird auch so ein bisschen, nennt man das auch wie die Schwarzwurzel. Ja. Den Spargel des einfachen, des armen Mannes. Na, da lerne ich doch schon was. Ja. Du machst alles bis hier man ungefähr. Man kann alles. Ne? Ich habe jetzt beides hier. Man kann aber auch nur das Weiße nehmen und dann wie Spargel kochen. Ja. Ich habe jetzt das klein geschnitten vorher und dünste das jetzt an. Ja. Ne? Das geht mal wieder rein. Und das dauert jetzt ein bisschen. Das Weiße ist ziemlich fest und das muss so ein bisschen glasig werden. Eigentlich war auch nicht schlimm. Und wie schmeckt das dann? Das schmeckt, nein, es schmeckt ein bisschen wie Spinat. Mhm. Aber es ist so, Spinat gibt es nicht das ganze Jahr frisch. Man kann natürlich Spinat nicht gekühlt nehmen. Mhm. Aber wenn man frischen will, dann gibt es nicht das ganze Jahr. Und Mangold gibt es das ganze Jahr. Mhm. Und zwar wird der auch, wenn er hier nicht wächst, importiert. Den kann man also immer. Es ist eigentlich eine Rübenart. Wächst der überhaupt hier? Nee. Doch. Ja. Es ist eine Art Rübe und soll angeblich sehr gut sein für die Verdauung. Ach. Die Chinesen, die sagen ja bei allem, was sie essen, immer, wofür es gut ist. Wenn man Gurke ist gut für den Blutdruck und das ist gut dafür. Und wenn man also in China essen geht mit Chinesen, wird man nur voll gelabert mit wofür Leber es gut ist. Leber ist gut für den Cholesterinspiegel, erhöht ihn. Danke. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Sehr gut. Schön, mit dem Apfel. So. So, und da kommt jetzt dann Birne rein. Da habe ich so eine einfache. Ich habe auch noch eine Williams vorbereitet für einen kleinen Nachtisch. Oh, heute schön. Ist Birnentag. Ja, gut. Großer Birnentag. Das ist diese eher etwas einfacher, auch etwas billiger als die Williams. Mhm. Und die habe ich einfach nur klein gemacht. Ja, geschält, klein gemacht, Gehäuse raus und Gorgonzola. Das kommt dann zusammen, dann kommt ein bisschen Brühe drauf. Eigentlich sehr einfach und dann in den Mixer. Alles im Mixer? Ja, aber man isst ja auch sonst Gorgonzola mit Birne gerne zusammen. Das ist ja ein berühmtes. Ja, das ist so ein Blauschimmelkäse. In Italien so heißt das, zum Beispiel auch viel. Ja. Also es muss nicht. Das ist ja schon ganz eingelaufen hier. Ja. Der Gorgonzola ist natürlich der beste. Mhm. Es gibt auch einfachere Sorte Blauschimmelkäse, aber in Italien natürlich immer Gorgonzola. Mhm. Sie haben ja mal in Italien gelebt? Ja, anderthalb Jahre. War wie Urlaub. Und da gearbeitet? Nein, das kann man da nicht. Wie? Nee, das ist, die haben eine ganz andere Lebensart. Die sind ja viel lockerer und so. Und außerdem, die wollten dann auch nicht eine deutsche Schauspielerin haben. Die haben ihre eigenen Schauspieler. Ja, ja. Und wieso waren Sie da? Ich habe da einen Mann kennengelernt, den wollte ich unbedingt haben. Nachher wollte ich ihn nicht mehr. Aber da hatte ich ihn. Und der war, also der Liebe wegen? Ja, und der war Franzose auch noch. Und französischer Aufnahmeleiter. Ach so. War sehr hübsch. Na bitte. Aber als er Deutsch konnte, war er weniger hübsch. Machen Sie eigentlich lieber Theater oder lieber Fernsehen? Also eigentlich mit Leib und Seele spiele ich gern Theater. Da kann ich mich austoben und da habe ich die Resonanz sofort. Und das ist eigentlich mein Metier. Ja. Fernsehen verdient man mehr. Ah ja. Nicht? Und auf der Bühne kann man sich auch mehr erlauben. So, ne? Da kann man auch mal. Ach na ja, ich meine, das mache ich ja auch, wenn ich in Anitas Welt zum Beispiel habe ich das gemacht. Ja. Extempore, ne? Ja, Extempore. Aber das war ja so ein bisschen so ähnlich wie Bühne und Fernsehen zusammen, ne? Ja. Obwohl, wir spielen ja wenig deutsche Stücke eigentlich auf dem Theater. Amerikanische, oder jetzt spiele ich ja Neil Simon. Ja, ja. Und dann ein französisches,
Schriftstück. Und Deutsche eigentlich, sie haben ja nur den Flato als Schreiber. Haben Sie denn noch das Haus da irgendwo im Moor oder ja, wo habe ich mal gelesen? Ja, bei, ja. Richtig im ja, Moor? Ja. Gibt es auch Moorlicht? Also habe ich immer gedacht, am Anfang, als ich da angefangen habe zu wohnen, habe ich gedacht, hier gibt es Geister. Da fielen die Bilder plötzlich von der Wand. Irgendeinem nee. Graben war so ein Licht immer, so ein Flackerlicht. Hab ich jetzt habe ich eine Meise, weil ich habe mich da wirklich anstecken lassen wahrscheinlich. Aber das ist vorbei. Man muss die Sicherheit erst haben. Man muss erst mal die Einsamkeit und die Ruhe, das muss man erst mal verstehen können. Das ist schon was Besonderes. Ja, das ist nicht so einfach. Und was kochen Sie dort? Gibt es da auch einen Ort, wo man alles einkaufen kann? Ja, ganz kleiner also, Ort, ja, aber nicht so viel. Also, ja, eben. Was die Bauern haben ja alles, nicht? Ja, das machen, da muss man sich einschränken. Ja, ne? Ja, ja. So, ich glaube, jetzt... Oh, das sieht ja klasse aus. Jetzt mache ich mir hier mit heißem Wasser... Heißes dazu. Da mache ich mir eine. Und zwar, man kann das natürlich jetzt auch mit einer. Kann man nicht auch einen Brühwürfel nehmen? Manchmal? Ach, alles Mögliche. Man kann Hühnersuppe nehmen. Ich nehme jetzt eine klare Gemüsebrühe. Hm? Und dann wird das Ganze ein vegetarisches Gericht. Ne? So. So. So, ganz einfach. Und da tue ich die jetzt. So. Schön. So. Und tue jetzt die Birne rein und im Grunde auch schon, man kann... Kann man auch mal Tomate reintun? Oder? Nee. Nein. Das schmeckt auch überhaupt nicht. Nein, auch gut. Nicht. Nein. Gut, also Birne... Die Birne kocht jetzt hier mit. So 5 Minuten, da stelle ich mir die Uhr, damit ich das nicht vergesse. Da muss ich nämlich nicht drauf achten. Und das macht nicht dick, oder doch? Nee. Es geht. Ich meine, da ist nur Öl. Ja. Keine Sahne. Nee. Keine Butter. Dann und nur die bisschen, also der Gorgonzola hat natürlich, oder dieser Blauschimmel, ja, gut, der hat natürlich ein bisschen Kalorien. Ja. Aber nicht dramatisch. Mhm. Es ist nicht, also es gibt schon viel fettere und kalorienhaltigere Suppen, würde ich mal sagen. Ich mag diese Sahnesuppen nicht. Also auch in Restaurants. Den kann man ganz zum Schluss dazu tun. Ich koche ihn immer schon ein bisschen mit. Hm? Wenn man so eine Gorgonzola-Soße für Spaghetti macht, kocht man das ja auch. Ja. Ne? Ich mag diese Sahnesuppen nicht. Das ist so eine Masche, auch bei diesen Gourmet-Restaurants jetzt, dass die immer alle Suppen dann mit Sahne machen. Hm. Und ich finde, das muss nicht sein. Nee. Wirklich nicht. So, das lassen wir jetzt so köcheln. Oh, das sieht ja toll aus. Ne? Ja. Und das ist jetzt für 2 Personen. Ja. Oder? Ja, das hängt immer davon ab, wie viel die eine Person ist. Ja. Ich denke, für 2 bis 3 wäre das ja. Mhm. Das kommt der andere nachher auch noch rein? Nee. Bitte? Kommt der auch noch rein? Oder bleibt? Nee, das nee, war genau. Bei dieser Art von Suppe muss man nicht sagen, 40 Gramm und 300 Dings. Ja, das kann man ja so das noch man. Nie. Also ob ich jetzt hier 2 nee. Birnen oder eine oder Dings oder... Na, es gibt manche Gerichte, also ich bin ja sonst eigentlich eher ein... Rezeptkocher. Ja? Mach ich nie. Ja, doch, ich ja. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Weil ich immer, ist meine Brille weg, dann gucke ich wieder rauf. Nee. Da ist die Zeit schon wieder vergangen. Ich dachte, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Ja? Also, wir machen zwischendurch, während die jetzt 5 Minuten köchelt, machen wir noch einen kleinen Nachtisch. Ganz einfachen. Der geht so schnell. Mit Joghurt? Von meiner Mutter. Eine alte. Oh, Rezept das, sind ja, meiner das Mutter. Ist bestimmt eine ganz tolle Birne. Das ist so eine Williams. Ja. Das ist eine Williams, die ist fantastisch. So. Ganz, die ist schon sogar. Oh, die ist schön weich. Die tue ich jetzt. Sekunde. In den Mixer. Ja, und zwar das brauche ich gleich für die Suppe. Und davor brauche ich dies hier. So. Schneide ich jetzt hier rein. Ja. Mach mal hier einen Deckel drauf. Soll ich ein bisschen kleiner machen? Ja. Ganz klein. So. So, jetzt tue ich die einfach hier rein in den Mixer. Ja. Und zwar, meine Mutter hat Palatschinken gemacht früher. Mhm. Und die hat man so in so Lagen. Und dazwischen hat sie das gemacht, was ich jetzt hier als reine Nachtisch. Ich habe nämlich die Palatschinken nur deswegen gern gegessen, weil zwischen ihnen saure Sahne mit Birne war. Nichts anderes. Mhm. Einfach nur so.
ein Schüsselchen hier. Also mit Birne kenne ich das nicht, aber ich kenne das mit Sahne, geschlagener Sahne und so Schokostreusel drüber. Das kann man auch noch, aber das hier ist ganz, ganz simpel. So, ich nehme hier so einen Sauerrahm, das ist... Früher gab es ja kein, so diese ganzen feinen Sachen, die man heute hat, Creme fraiche und so, gab es ja alles nicht. Das wird einfach verrieben. Bisschen Zucker. Ich finde es toll, wie Sie das gemacht haben hier mit diesem Ding, ja, mit diesem Mixer. Ja, das geht ja alles. Fliegt immer alles weg. Und wenn ich das jetzt gerieben hätte, meine Mutter hat es natürlich gerieben, gab es sowas nicht, da hätte das jetzt 20 Minuten gedauert. Ein bisschen Zucker. Die brauche ich noch mal so einen Löffel. Noch mal einen, so einen großen? Ja, ja. Na, wenn ich mit dem da reingehe, dann ist das... Dann können wir den Zucker wegschmeißen. Genau. So. Und ganz klein bisschen Zitrone tue ich rein. Die haben wir ein bisschen gedrückt vorher, damit mehr Saft rauskommt. Ach, das macht man so? Ja. Da kommt mehr? Ja. Bei mir auch? Siehst du, ich bin ganz schlampig. Da sind nämlich jetzt die... Die Kerner drin. Die können wir nachher ausspucken. Ja. So. Meine 5 Minuten. Ja, da kommt es auf ein paar Minuten. Die 5 Minuten, Therese. Die 5? Jetzt muss ich... Entschuldigung, ich bin hier... Ich stehe an der falschen Ecke wahrscheinlich, oder? Na? Wird schon. So. Die tue ich jetzt in den Kühlschrank und die essen wir dann nach der Suppe. Ja? Wird die jetzt hart? Nein. Nee. Wenn man. Also ich lasse es immer so. Da habe ich ein paar nicht. Na, macht nichts. Ach, das ist doch egal. So, das reicht doch. So. Wenn man es hart haben, fest, kann man ein bisschen Gelatine jetzt auflösen. Da hinten. Ach so. Wenn Sie so lieb sind, mir auf. Ja. Man kann Gelatine reintun. Und dann wird es Ja, ja, dann wird es hart. Wunderbar. Gut. So, dann mache ich mein Süppchen fertig. Und dann haben wir. Dann haben wir alles. Haben wir doch 3 Sachen heute gemacht. Ist doch wunderbar. Ja. Man muss bei Gas höllisch aufpassen. Diese Dinger werden so heiß. Ja, das bei weiß Elektro ich. Nicht, aber Gas. Ich will mal unheimlich. Ich habe auch Gas zu Hause. Ich liebe Gas. Ja, das finde ich wunderbar. Auch am besten. So, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen. Das ist ja. Das brauchen wir auch nicht mehr. Brauche ich das hier. So. So. Weg. Haben wir so einen Lappen hier? Nee, sonst würde ich es ein bisschen sauber machen. Lappen? Nee. Haben wir auch irgendwo. Aber. Aber wo? Ich bin jetzt mit meiner Suppe beschäftigt. Ach, ich mach. So, muss ich das nur hier so. So. Wunderbar. Ja, da kann man. Guck mal, jetzt ist. Ja, ist doch. Ich mach das immer gleich sauber, weil ich hasse das. Dann hinterher immer so ackern zu müssen. Ja. So. Ich bin leider nicht so ein Sauberer in der Küche. So. Teller. Schöpfkelle. Und Löffel. So. So. Klemmt mal so ein bisschen. Wäre fast schief gegangen. So. Guck mal. Ach. Sieht das nicht schön aus? Mensch, das sieht toll aus. Also pürieren noch, das darf ich nicht vergessen. Pürieren.
Ja, man kann es natürlich auch grober lassen, man kann es feiner. Es ist mir eigentlich ein bisschen zu fein geworden. Ich habe es eigentlich lieber, wenn es ein bisschen grober noch ist. Aber das ist wirklich alles, bei so einer Suppe ist eigentlich alles erlaubt. Ja. Alles Geschmackssache. Probieren wir mal. Ja. Ich hab's vielleicht. Der Teller ist größer als ich. Ne, ist auch richtig. Nicht Salz, alles gut. Wunderbar. Also halt noch nie gegessen, noch nie. Da muss ich 68 Jahre werden, um das zu essen. ganz toll. Essen Sie gerne Currywurst? Ja! Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie. Berlinerin und zwar, den ganzen Tag könnte ich die essen. Wenn ich drehe, fange ich schon um 10 an mit der ersten Currywurst. Nö. Doch. Um 10? Und ganz scharf. Wollen wir aber noch den Nachtisch probieren? Jetzt müssen wir noch was da machen. Müssen wir da noch was machen? Gar nichts. Gar nichts. Der ist ja sowieso kalt, weil ich ja vorher beides im Kühlschrank hatte. Aber das noch. Na? Aber kann man auch. Also, das kann man doch. Kann man sich auch nicht bedienen. Nein, das kann man doch wirklich essen. Das ist ja toll. Alles, was du rein. Gut, ne? Ja. Zuerst die Suppe, dann die Leber. Also, und dann wir haben zwar eine andere Reihenfolge gegessen, aber ein volles Menü heute. Ja, wunderbar. Das bedeutet, ein Kupsch, Alfred Dürer. Ja.